Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Wild Aid. Ja, es ist mittlerweile wieder dunkel geworden. Und zwar, wir werden mal ein bisschen was anders machen. Und zwar, was ist das hier? Und wieso leuchtet das überhaupt? Moment, das werden wir herausfinden. Das Tor ist offen. Ach nee, wirklich? Deswegen kann ich hier die ganze Zeit rein rausgehen. Das ist mir schon bewusst. So, und zwar, ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden mal ein bisschen was bauen. Vor allem, es gibt ja hier die Möglichkeit, wie ich gesehen habe, hier beispielsweise Rotwild. Rotwildbeute. Ein Fallenwerkzeug, mit dem man Rotwild zähmen kann. Und hier haben wir dann einen Schlitten beispielsweise, den ich in der Rotwild spannen kann. Rotwild ist meiner Meinung nach ein Reh beispielsweise. Das ist Rotwild. Das heißt, ich kann mir hier mit einem Reh zähmen. Und wenn ich Glück habe, kann ich dahinter dann einen Schlitten spannen. Das heißt, wir werden das mal ausprobieren. Zusätzlich haben wir hier Trangiermesser, was ich mir unbedingt bauen möchte, damit wir mehr Fleisch rausbekommen. Und wir können auch einen Wolf versuchen zu zähmen. Das werden wir auch mal probieren. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal ein kleines bisschen in der Folge upgraden und mal schauen, wie weit wir hier dementsprechend kommen insgesamt. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf die... Oh, ein Leder haben wir sogar noch hier, sehr schön. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt auf die Kälte, weil hier gerade Nacht ist, aber wir sollten das alles soweit hinkriegen. Baseballschläger lassen wir mal da. Hier 32 Holz mal raus. Wir brauchen auch wieder Holz, wir brauchen wieder Metall und so weiter und so fort. Kriegen wir aber, glaube ich, alles zusammen. So, steigen wir hier eigentlich... Aber wir verlieren hier zumindest keine Wärme, wenn wir in unserer, ja, in unserer Werkstatt sind. Warmes Haus. Bleibt gleich, immerhin. Okay. So, das heißt, wir werden uns jetzt erstmal hier das Rangiermesser bauen, damit wir ein bisschen besser das Fleisch aus den Kadavern rausbekommen. Ein Werkzeug, das die Wahrscheinlichkeit auf den Erhalt nützlicher Materialien verdoppelt und durch das du gelegentlich die Klauen dir Tiere erhältst, die du tötest. Das ist wunderhübsch, denn die brauchen wir ganz dringend, damit wir uns weiter verbessern können. So, des Weiteren Lederstück könnte ich hier rausfertigen, brauchen wir aber erstmal nicht. Mit dem einen Leder könnte ich aber, glaube ich, schon eine Unterhose oder sowas bauen. War das denn irgendwie hier? Warme Unterhose. Ein Gegenstand, der vor der Kälte schützt. Wir müssen einmal gucken, und zwar, wenn ich hier auf V drücke, die Frage ist, wo ziehe ich denn die Unterhose an? Kann ich die... Sonst brauchen wir mit dem einen Lederstück lieber Lederstiefel, Lederrüstung, das geht nicht. Fuchsschwanz geht auch nicht. Dafür brauchen wir alles viel, viel mehr Leder. Ich würde wirklich mal die Unterhose probieren wollen, spaßeshalber. Warme Unterhose, brauchen wir die sonst? Ah, hier! Zusätzliche Tasche. Nee, wir bauen erstmal unsere zusätzliche Tasche. Wenn du dieses Werkzeug ausrüstest, erhöht sich die Inventarslot um 1. Wunderhübsch. So, ich bin mal gespannt. Ah, sehr schön. Hier kann man es ausrüsten. Sehr schön. Ein weiterer Inventarplatz. Wunderhübsch. So, des Weiteren haben wir... Ah, hier kann ich übrigens meine Taschenlampe mit Batterien auffüllen. Können wir mittlerweile eigentlich auch mal machen. Eine Batterie, einmal Taschenlampe. Ich weiß allerdings, ich weiß nicht, wie viel die bringen. Wir müssen uns das Ganze mal angucken. So, Rotwildnahrung bräuchten wir. Den Rest habe ich eigentlich soweit. Das heißt, wir bräuchten Beeren, Heilkraut und Pilze in rohen Zustand, was ich momentan nicht habe. Wir können uns auf jeden Fall mal ein Fleisch reinziehen. Gehen einmal kurz wieder rein. Haben wir noch Beeren? Heilkraut habe ich, das weiß ich. Sogar noch relativ viel. Aber ich glaube, es sieht eher schlechter aus mit Beeren und so weiter. Da habe ich nämlich, glaube ich, nur... Ja, Beeren sieht es wirklich schlecht aus. Tomaten müssten eigentlich auch soweit fertig sein. Knochen maximal 8, okay. Meine Lagerflächen sind hier ein bisschen begrenzt. Hier hinten wachsen mittlerweile Tomaten und die haben wir, glaube ich, was war das? Dill haben wir hier. Wir müssen auch mal schauen, dass wir weitere Samen finden. Am besten irgendwas Nahrhaftes, sowas, keine Ahnung, wie Mais beispielsweise oder sowas, was uns ein bisschen länger über Wasser hält. So, wir sind halbwegs wieder hergestellt, was das, was unsere Wärme angeht. Na komm hier, Tomate rein. Holz erstmal hier rein, dann haben wir hier, haben wir Steine, beziehungsweise auch Metall. Knochen kommen wir hier mit rein. Isen lassen wir auch mal da. Den Rest nehmen wir mal so mit, das soll uns jetzt dann erstmal über Wasser halten. Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder auf die Jagd. Wir brauchen nämlich sehr, sehr viel Leder. Wir brauchen, wie gesagt, halt den ein oder anderen Pilz. Und Fleisch, damit wir uns vielleicht einen Wolf und einen Reh sehen. Am besten eigentlich beides sogar. Aber wir schauen erstmal, dass wir eins von beiden finden. Nebenbei könnte ich eigentlich auch nochmal, ja... Na, da waren wir schon. Will hier? William? Ist? Gehen mal, glaube ich, nach da unten. Das heißt, immer geradeaus weiter, oder? Nee. Nee. Die Richtung. Die Richtung. Passieren. Tatsächlich, da liegt ein Knochen. Wieso liegt hier ein einzelner Knochen rum? Was da los? Hab ich wohl wahrscheinlich ein Tier getötet und hab's gar nicht mitgekriegt. Schade. Okay. Knochen haben wir auf jeden Fall eingesammelt. Hier ist
Pilz. Dann haben wir schon mal die zwei Pilze, die wir brauchen. Und wir nehmen gleich ein paar mehr Pilze mit. Wir brauchen ja sowieso Nahrung ohne Ende nach wie vor. Ein Hasen bräuchte ich auch mal. Nein! Okay, einen Hasen zu erwischen ist, glaube ich, ohne Steine nicht machbar, oder? Nein! Ja! Ich hab's erwischt. Ach so, Dranchiermesser, ein Werkzeug, das die Wahrscheinlichkeit auf... Kann ausgerüstet werden. Moment. Ah, nee! Dann verliere ich aber meinen Taschenplatz. Ach so! Zum Jagen soll ich dann das dementsprechend anlegen. Interessant. Okay, nice to know auf jeden Fall. Du bist des Todes, mein Freund. Jagen ist nach wie vor so eine schwierige Angelegenheit für mich, finde ich. Vor allem Rehe. Blitzschweine gehen. Aber die Rehe sind halt echt, die sind echt flott. Nein! Ah! Ich muss neben ihm rennen, letztendlich. Aber das Vieh ist ja mega... Alter. Okay, die Übung fehlt mir, glaube ich, wieder ein bisschen. Nein! Man muss neben das... Ich hoffe, es verliert bald die Ausdauer. Unendlich Ausdauer haben die Gott sei Dank nicht. Das heißt, wenn ich die lange genug jage, müsste ich es normalerweise kriegen. Ah, jetzt ist hier noch ein Berg. Ich krieg die Krise. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, bis er zuhaut, ist, gehen halt auch 5000 Jahre. Okay, ohne Stein ist, glaube ich, echt schlecht. Jetzt ist die Ausdauer weg. Ah, Bingo. Okay. Oh, ich glaube, man kriegt da echt einiges mehr raus. Kann das sein? Leder, Knochen, Fleisch, alles drum und dran. Wunderhübsch. So, wir müssen mal schnell wechseln. Und zwar, wir brauchen ganz dringend brauchen wir Holz. Und den einen oder anderen kleinen Stein. Wir brauchen nämlich gleich ein Lagerfeuer. Uns ist nämlich schweinekalt im Moment. Wir haben ja mittlerweile, Gott sei Dank, relativ gute Items zumindest. So, einmal auf die Spitzhacke. Und dann brauchen wir noch Stein. Lagerfeuer platzieren. Gleich sind wir nämlich mit der Wärme ganz unten. Und das würde ein Problem werden. So, Fleisch. Das Hasenfleisch lasse ich mal roh. Das andere lasse ich auch mal roh. Wir haben eigentlich noch genug Fleisch im Moment. Am Feuer können wir jetzt auch erstmal stehen bleiben, uns wärmen. Die Tasche ist jetzt schade. Aber wenn ich gerade auf der Jagd bin, oder wir sind ja gerade auf der Jagd, dann ist es sinnvoller, wirklich das Messer ausgerüstet zu haben. Okay, nice to know auf jeden Fall, damit man so dementsprechend halt das Zeug bekommt. Heilkräuter, Knochen, Pilze. Eigentlich müssten wir schon wieder zurücklaufen. Aber ich glaube, wir laufen erstmal zu der Station. Schau mal, ob wir da noch was finden, ob ich da vielleicht irgendwas vergessen haben sollte. Wobei, ich glaube nicht, hier hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Das müsste die Station sein. Hier waren wir schon, glaube ich, drin. Das war, glaube ich, die erste, die wir gefunden hatten. Hier unten müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Da waren wir nämlich noch gar nicht. So, wir sind soweit wieder aufgewärmt. Ich glaube, wir gehen erstmal... Falsche Richtung. Da lang. Okay, wir gehen erstmal in die Richtung weiter. Wenn wir irgendwas auf dem Weg finden... Also, wir brauchen noch viel, viel mehr Leder. Wir brauchen noch viel, viel mehr Seen, allen drum und dran. Wobei, Seen eigentlich gar nicht mehr so viele. Ein Wölfchen. Sollte vielleicht schon mal wieder auf den Speer gehen. Ich würde auch gerne mal so eine Power-Attacke... Ach, ein Wildschwein. Eine Power-Attacke probieren. Na toll. Ich kann den Berg nicht hoch, aber das Wildschwein kann den Berg runter. Alles klar. Ja, toll. Jetzt kackt's auf den Berg, oder was? Ich komme da nicht hin. Okay, die Power-Attacke hat rein... Ganz ehrlich, da ist die normale... Ganz toll. Okay. Ja, ich komme leider den... Schön. Ich komme den Berg leider nicht hoch. Ah! Muss das hier an dem blöden... Ja, genau. Lauf in die Richtung. Tut mir einen Gefallen. Nein! Oh, das gibt's nicht. Ja, Bingo. Treffer. Treffer. Sehr schön. Fleisch ohne Ende. Sehne. Komme ich da noch ran? Ja, komme ich ran. Sehr schön. Da liegt noch ein Knochen. Den nehmen wir auch noch mit. Oh Gott, ist das kompliziert. Wir haben ein bisschen, bisschen Leben auch dran verloren. Der Powerschlag hat echt gar nichts gebracht. Also, dieser aufladende Schlag ist 5. Ja, wobei. Ja.
Ja, ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht. Scheiden sich die Geister drüber. Der war mal schön. Nicht weit weggerannt, das Viech. Fertig. So, da liegt wieder ein Knochen, oder? Wurde mir da gar nicht gerade... Da. Okay, den Knochen sieht man nicht. Es ist nach wie vor immer noch die Early Access Phase von dem Spiel. Ah, hier muss irgendwo in dem Bereich müsste der Funkturm sein. Wenn wir schon mal jetzt hier sind, können wir nachschauen. Da ist er doch. Können uns gleich ein bisschen aufwärmen auch. Hier nebenbei. Das eine Wildschwein lassen wir jetzt mal schnell. Nee, hier war man... Oh, hier war man noch nicht drin, oder? Nein, hier waren wir noch gar nicht drin. Sehr schön. Hab Universalschlüssel. Nein, ernsthaft? Ja! Wir haben den blöden Hubschlüssel. Hab Universalschlüssel. Wachhelm. Cool. Aber wir haben gerade keinen Platz mehr. Ich glaube, mit T konnte ich das Zeug droppen, oder? Ja, mit T konnte ich es droppen. Sehr schön. Wir nehmen logischerweise hier den Helm mit. Es ist mal wieder Nacht, wenn ich hier dementsprechend... Oh cool, so eine Lampe hätte ich auch gerne. Energieriegel. Weißt du was? Hau rein, mein Freund. Wo ist denn dieser Helm? Mir wurde doch gerade hier ein Wachhelm wurde mir doch gerade angezeigt, oder? Bin ich jetzt völlig blöd. Hä? Jetzt mal ohne Witz. Hier wurde doch gerade vor 3 Sekunden noch ein Wachhelm angezeigt. Oh, hab ich mich so verlesen. Gibt's ja gar nicht. Aktivieren Sie die Funkstation. Ah, die Karte wurde aktualisiert. Haben wir was dazugekriegt? Nicht wirklich, oder? Ja, doch ein bisschen, glaube ich, hier außen rum. Doch, ich glaube hier unten ein bisschen was, was wir dazu bekommen haben. Aber das war es dann auch schon ziemlich. Da ist nichts weiter drin. Wie sieht es hier aus? Benzinkanister, eine Box, ein Feuerlöscher. Mir wurde doch hier ein Helm angezeigt. Mach mich nicht... Da! Hä? Hier! Ey, das will ich jetzt sehen. Wachhelm, am Stuhlbein. Wo denn? Jetzt wurde mir hier was angezeigt. Wie verwirrend ist das denn? Wo ist dieser Helm? Der scheint wohl irgendwo im Boden sich festgebackt zu haben. Hier. Wachhelm. Ein stabiler Helm, der die Verteidigung erhöht. Schön, schön. Wir haben auch momentan einen Motorradhelm ausgerüstet. Kann ausgerüstet werden. Verteidigung erhöht. Der verliert auch keine Haltbarkeit, kann das sein? Zumindest wird keiner angezeigt. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, der Wachhelm wird ein bisschen mehr Verteidigung bringen als der Motorradhelm, weil er auch ein Visier vorne dran hat. Okay, das ist ja mega strange. Da muss man wirklich, eigentlich müsste man jeden Zentimeter durchsuchen, weil irgendwo immer was liegen könnte. Das ist krass. Aber wir haben den Hub-Universalschlüssel. Das ist mega, mega, mega genial, dass wir den haben. Kann ich die Kiste zerstören? Nee, leider nicht. Das ist mega cool. Wir müssen jetzt leider aber auch schon wieder zurück zum Unterschlupf. Am besten auf direktem Wege auch. Moment. Geht da lang. Wir schauen uns dann auch gleich mal die Quest an. Ja, super. Mit dem Universalschlüssel müsste ich nämlich die anderen Türen aufbekommen. Wir sind ja in dem Hub. Das heißt, da müsste eigentlich für meine Basis müssten noch die Schlüssel jetzt dann freigegeben sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett komplett irre. So, hier müsste irgendwo das Flugzeug, glaube ich, sein. Boah. Irgendwo festhängen, bitte. Genau, hier ist das Flugzeugwrack. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach rechts rüber. Na, kommt nicht festhängen. Ich bräuchte noch, glaube ich... Nee, für die Falle müsste ich eigentlich alles haben. Pilze haben wir auch 3 Stück. Müsste reichen. So, hier ist wieder mein Häuschen. Beziehungsweise unser Bunker. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier das Rotwild beispielsweise zähmen können. Beziehungsweise die Falle bauen können. Ah, nee, Bären fehlen mir. Und das Gras fehlt mir. Aber wie sieht es denn mit Wolfs? Ah, ein Heilkraut fehlt mir. Okay... Na komm, die eine Tomate tauschen wir mit dem Helm. Die eine Tomate können wir uns gleich mal reinziehen. So, wir haben Sehnenfett. 4 Stück immerhin. Wir haben Sehnen, ich glaube, die sind nur bis 16 nur stapelbar. Schade. Die Tasche packen wir auch erstmal hier rein. Wir nehmen erstmal das Messer, das bringen wir nämlich jetzt beim... vor allem, wenn ich da auf der Suche bin nach Wildtieren, bringen wir das mehr. Knochen hier rein. Heilkraut. Okay, wir gehen mal schnell rein. So, nehmen uns mal schnell die Heilkräuter mit. Oben auf meinem Bunker wäre auch noch ein Pilz, wenn ich einen brauchen würde. Wir können auch von der Seite ran an den Schrank. Bisschen strange, aber wir können auch durch die Wand lang. Warum nicht?
So, Heilkräuter haben wir. Lebensmittelrationen, also Essen und Nahrung haben wir eigentlich erstmal in relativ ausreichender Form. Beziehungsweise den Hubschlüssel würde ich gerne ausprobieren. Und zwar, es gab doch Türen, die wir nicht aufbekommen haben. Die hier zum Beispiel. Geil, mega cool. Sehr schön, wir kriegen jetzt nämlich durch den Schlüssel, kriegen wir die Türen auf, wo wir vorher nicht reingekommen sind. Was ist das denn? So Einfrierkammern, wo man sich einfrieren kann? Ernsthaft? Im Regenerationssitz liegen. Okay, das sind Regenerationssitze. Ah, hier ist noch eine Truhe, sehr nice. Könnte man eigentlich gleich mal. Ja, wobei, wir haben momentan nichts. Wir probieren es mal, was passiert, wenn ich da drin liege. Ah, okay, ich kann mich hier drin heilen. Nahrung verliere ich trotzdem, aber heilen kann ich mich da drin. Escape zum Aufstehen. Cool, eine Heilkammer haben wir freigeschalten damit. Und mehrere Kisten. Sehr nice. Dann kann ich hier drin mein Zeug lagern. Aber ein bisschen viele von diesen Regenerationskammern. Gut, man könnte das Spiel mit mehreren Leuten spielen. Also ist das doch auch irgendwie sinnvoll. Geht das an? Okay, schade, das funktioniert nicht. Wäre cool gewesen, wenn jetzt hier Musik kommt, aber nee. Ah, hier kann ich auch draufklicken. Geht. Okay, ich kann etwas Gitarre spielen, das war es allerdings auch schon. So, wie sieht es denn hier aus überhaupt? Zugang verweigert. Schlüssel zur Verwaltung erforderlich. Okay, da braucht man einen anderen Schlüssel. Schade, das funktioniert nicht mit dem Universalschlüssel. Aber wir haben schon mal einen Raum freigeschalten. Hier unten war, glaube ich, kein Raum, oder? Nee, das waren Toiletten. Toiletten haben wir bereits. Die brauchen wir nicht. Hier war nur der Raum noch. Ah nee, das ist diese Regenerationskammer, die ich jetzt anklicken kann. Es ist ein bisschen verwirrend, dass ich wirklich halt durch die Türen klicken kann. Gib den Hub-Universalschlüssel ein. Ah nee, oder? Ich hab den Hub-Universalschlüssel. Kann ich nur. Mir ahnt Übles. Ich ahne nämlich, damit dieser Hub-Universalschlüssel nur ein einziges Mal zählt und ich mehrere finden muss. Kann das sein? Dekodierschlüssel, Trauer des Heim. Finde die Schlüssel zu den anderen Bereichen des Bunkers. Die Schlüssel, Mehrzahl. Das heißt, es ist wirklich so, dieser Hub-Universalschlüssel öffnet mir eine einzige Tür. Ich hätte vielleicht erst eine andere aufmachen sollen. Wobei ich weiß ja nicht, was da drin ist. Das macht das Ganze ein bisschen problematischer. Abgeschlossene Aufgaben brauchen wir nicht. Handfunkgeräte, Generatoren. Das heißt, ich muss mehrere von diesen Hub-Universalschlüsseln finden, um alle Türen aufzukriegen hier in dem Bunker. Gut, wir haben jetzt einen Raum mit Regeneration freigeschalten. Das ist ganz nett eigentlich. Aber okay. Gut, nächste Baustelle. Nächste Baustelle ist jetzt erstmal, wir zähmen uns wirklich mal ein Wildtier. Beziehungsweise, ja, Rotwild beispielsweise. Na, ich höre schon wieder einen Wolf. Wir sollten jetzt eigentlich Rotwild. Ne, da fehlen uns die Bären. Da muss ich allerdings wirklich welche suchen gehen. Aber hier, das sollen wir hinkriegen. Und Sehne. Sehne ist kein Problem. Wo haben sie? Ich glaube hier, oder? Ja, hier haben wir die eine Sehne, die wir brauchen. Sehr schön, da haben wir die auch verbraucht. Und dann können wir diesen Wolfzähmer bauen. Halt, hier ist er irgendwo. Wolfsbeute. Fertigen. Ein Fallenwerkzeug, mit dem man einen Wolf zähmen kann. Jetzt ist halt die Frage. Ein Fallenwerkzeug, mit dem man einen Wolf zähmen kann. Mit F platzieren. Meine Frage, die sich jetzt stellt. Kann ich das irgendwo hinsetzen oder muss ich es wirklich. Ich werde es wahrscheinlich in die Nähe eines Wolfs setzen müssen, damit der da rangeht. Könnt ihr mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwo platzieren kann. Genauso wie die Hasenfallen, die eigentlich echt nichts bringen, wenn da kein Hase in der Nähe ist. Weil der muss da wirklich auch reinlaufen, diesen Hasenfalle. Das macht das Ganze ein bisschen problematischer insgesamt. Okay, wir haben aber schon mal das zum Wolf zähmen. Das ist schon mal gut. Wolfsnahrung. Eine unglaublich nahrhafte Leckerei für deinen Wolf. Sollte ich mir vielleicht auch schon mal herstellen, auf jeden Fall, aber. Die Leckerei für den Wolf, den werde ich nämlich damit. Also den Wolf werde ich dann damit füttern müssen, könnte ich mir vorstellen. Wir sortieren auch mal gleich ein bisschen. Wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit. Und zwar hier das raus, die Tasche raus. Hier kommt erstmal das rein. Knochen rein, Leder rein. Boah, Fleisch behalten wir mal, Steine behalten wir mal, Steine kommt hier noch mit drauf. Wir bringen erstmal die Klamotten beispielsweise, die warmen Stiefel und die Harpune und den Helm bringen wir jetzt erstmal in unsere neu gewonnenes
Gebiet rein oder ein neu gewonnener Abschnitt rein. Und zwar hier rein. Hier machen wir mal Klamotten. Klamotten und Waffen. Und die Tasche kommt ja auch noch mit rein. So, dann haben wir hier Fleisch. Das können wir uns einmal noch braten. Die Pilze behalten wir mal. Eins Fleisch, komm hier. Automatische Küche, Fleisch zubereiten. Dann haben wir ein weiteres Fleisch. Brauchen wir sowieso. Jagen klappt ja mittlerweile eigentlich wirklich ganz gut, muss ich sagen. Hier ist, glaube ich, dann auch voll, oder? Ja, hier ist auch voll. Batterien raus, Heilkräuter rein, Taser raus, Batterien wieder rein. Taschenlampe. Notfallspritze. Nee, das ist eigentlich alles Nahrung. Wir bauen mal den Taser. Oh, ist unser Dill fertig? Nee, oder? Nee. Leider noch nicht. Tage bis zur Ernte, einen Tag brauchen wir noch. Wir können nochmal unseren Bunker hier zurücksetzen, nicht, dass der irgendwann mal in die Luft fliegt. So, Taser hier noch rein. Da haben wir ein bisschen aufgeräumt, das Ganze ein bisschen sortiert. Mobilitätsfertigkeit, Fertigkeitspunkte müssen wir auch vergeben. Ich würde allerdings sagen, das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein kleines Stück weiter. Wir haben auch die ersten Fallen. Ich werde jetzt dann mal versuchen, in der nächsten Folge mir ein Reh zu zähmen. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir unbedingt ein Gefällt mir für die Folge da. Könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr öfters mal was von mir sehen wollt und nichts verpassen wollt. Es gibt öfters mal Livestreams und so weiter und so fort. Meistens samstags. Schaut einfach mal in die Kanalinfos, da steht alles drin. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei The Wild Dead oder irgendeinem anderen Game. Macht's gut.